Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf diesem Kanal. Herzlich willkommen zu FIFA 20. Wir werden eine Trainerkarriere machen. Ja, jetzt stellt sich erstmal die Frage, wen von diesen Dudes hier nehmen wir? Ich glaube, ich nehme den Dude. Der ist ziemlich leger. Kann man denn hier noch... Ah, man kann den Kopf noch verändern. Okay. Kann man denn auch die Hautfarbe ändern? Ah. Ja, wen nehmen wir denn da? Wie ist denn so die Hautfarbe? Ja, nehmen wir so. Augen und sowas lasse ich alles. Obwohl die Nase, die sieht sehr komisch aus. Ja, Mund passt. Wangen, Kiefer passt, Kinn passt, Ohren, keine Ahnung, Haare. Ja, Bart. Ja, haben wir ein bisschen mehr Bart? Ah, nehmen wir den hier. Outfits, was haben wir denn da so im Petto? Aber ich finde, das sieht eigentlich schon ganz okay aus. Mal gucken, drüber. Ja. Aber eine Hose, vielleicht. Eine schwarze Hose. Oder eine graue, ja. Stutzen brauchen wir nicht, Schuhe. Was haben wir denn hier so an Schuhen? Laufschuhe. Ja. Wir sind ein ziemlich legerer Typ. Ja, Nationalität. Deutsch. Da wir alle wissen, wer früher oder später mal Bayern-Trainer wird. Jetzt muss man gerade gucken. Ah ja. Ne, da wir alle früher wissen, dass Julian Nagelsmann irgendwann mal Bayern-Trainer wird. Und der so ein bisschen aussieht, glaube ich. Keine Ahnung. Wie gesagt, momentan seit langem nicht mehr so im Fußball drin. Tatsächlich den alten Don Jupp genommen. Hallo. Ja, passt. Ja. Mit dem FC Bayern München. Spielschwierigkeit machen wir mal Halbprofi, Halbzeitlänge. Da die Folgen ja auch irgendwie eine gewisse Länge haben müssen. Ja. Machen wir mal 8 Minuten. Währung ist Euro. Europapokal sind aktiviert. Transfersfenster aktiviert. Angebot jetzt halt das Stadion. Ich würde gern wissen, wie das Stadion aussieht. Ah. Das Waldstadion sah schon ganz nice aus, aber halt ein bisschen geringe Zuschauerkapazität. Das hier ist eher so ein
Stadion in England. Ja, mit so einer Laufbahn habe ich eigentlich keine Lust. Ja, und nicht mal 40.000 Zuschauer ist halt auch ein bisschen für den FC Bayern, ne, ziemlich lame. Das ist halt nice, aber auch nur 38.000 Zuschauer. 32. Ja. Dann nehmen wir das hier mit 42, oder? Hat mir noch ein anderes. Was war denn? 53. Dann nehmen wir das hier. Aber wird halt dementsprechend umbenannt in die Jude Allianz Arena. So. Anwenden und beenden. Ja, somit wäre alles eingestellt. Und machen wir weiter. Neuer Chef hat kaum Erfahrung. Heute wurde J. Nagelsmann überraschend als neuer Manager von FC Bayern vorgestellt. Trotz der Bedenken von Fans und Spielern sagte heute ein Pressesprecher des Vereins, man sei nach langwieriger Inter Mailand holt Romelu Lukaku für 72 Millionen. Boah, gut, warum nicht, gell? Haben die sich mal gegönnt? Ja, ich hatte schon mal eine gestartet, aber Turniereinladung. Ja, komm, nehmen wir direkt mal am Turnier teil. Welchen nehmen wir denn? Ich hier in China den. Verbessere Attribute, Gesamtwertung und Marktwert in maximal 5 Trainingseinheiten pro Woche. So, meine Mannschaft, wie sieht die denn aus? Muss ich erstmal hier direkt gucken. Gnabry, ja, das sieht ganz gut aus. Boateng würde ich aber rausnehmen. Dafür würde ich Süle reinholen. Boateng wird bei mir keine Chancen haben. Hernandez, ja. Würde ich Alaba nach außen ziehen und Davis von der Bank kommen lassen. Damit habe ich auf jeden Fall schon eine bessere Innenverteidigung. Ja, möchte ich gerne speichern. Dann werden wir mal gucken, wie wir uns auf dem Transfermarkt snacken können. Ich habe einen speziellen Spieler im Blick. Zwar Kai Havertz. Wurde er so geschrieben? Nee. Wird mir geschrieben. Gucken wir einfach direkt bei. Ja, Leverkusen.
keine Spieler gefunden, ja. So. Jetzt aber. Wo ist er denn? Da haben wir ihn doch. Transferzentrale merken. Und dann. Den habe ich ja noch auf dem Schirm gehabt. Ich hatte noch einen auf dem Schirm. Das ist mein bei Real Madrid. Ligue Santander. Real Madrid. Nachwuchstalent. Wo ist der denn? Genau. Der hier. Rodrigo. James Rodriguez ist hier bei Real Madrid. Okay. So. Kann ich jetzt schon hier Transferzentrale. Kauf vorschlagen. Machen wir hier erstmal jetzt hier ein bisschen Verhandlungen. Ziemlich leger der Agent vom Kai Havertz. Könnten wir eventuell mit einem Tausch ich würde mal 35 Millionen bieten. Ey. Und so. Mal gucken. Muss ja sich langsam rantasten. Zwar unter Marktwert. Haha! 77,6 Millionen. Huiuiui. Gegenangebot. Ihr kennt noch ein. Ich würde gern. Scheiße. Würde euch 61 Millionen geben. Aber hier 10%. Ja, lässt er sich da drauf ein? Okay. Damit kann ich leben. So, damit haben wir unseren ersten Deal hier direkt perfekt gemacht. Und dann schnappen wir uns auch noch direkt hier den. Nee. Okay, die haben den selber erst gekauft. Okay, aber für 49 Millionen. Habe ich jetzt nicht unbedingt Lust auszugeben. Ja, ich würde sagen, beenden wir hier die Folge, oder? Ja, ist ein bisschen kurz.
Ah komm, das erste Spiel machen wir jetzt noch. Weil das halt etwas längere Folge. Aber dann schicke ich hier noch ein paar Spieler gerade ins Training. Hier unser Nachwuchs. Dann kann er sich schon ein bisschen entwickeln. Ist ja erst 19, der Kerl. War sonst noch jemand hier? Flügelspieler? Ja. Hier. Noch. Der letzte Platz kriegt er auch noch. So. Alles simulieren. Ah ja. Gut. Dann gehen wir zu unserem ersten Spiel gegen. Oh. Das natürlich direkt Kracher. Meine Renner und ich kann es gar nicht erwarten, die Kondition meines Wechsels zu FC Bayern München zu besprechen. Ja, können wir das Gespräch jetzt direkt hier irgendwie führen? Geht das? What? PSG will Lewandowski kaufen? Nee. Aber nicht für 114 Millionen. Also. Nie im Leben. Was haben wir denn sonst noch hier? Achso. Ja. So. Ja, dann legen wir doch mal hier los, direkt in Paris. Das ist direkt ein krasser Spiel. Mal gucken. Da. Start mal rein in den Asia Cup oder wie auch immer das Ding heißt. Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu diesem Spiel. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Elite Cup. Mein Name ist Vollfuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und uns erwartet heute ein Spiel am ersten Vorrundenspieltag dieses Vorbereitungsturniers. Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Das erste Spiel also in diesem Vorbereitungsturnier und jetzt werden wir erleben, wo sie stehen, gehen mit großen Hoffnungen in die neue Saison und wir schauen mal, wie vor allem der Trainer die Partie angehen wird. Das ist sicherlich schon mal eine Chance, das ein oder andere Experiment zu wagen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir genau das heute sehen werden. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Niklas Süle spielt gemeinsam mit Lucas Hernandez in der Abwehr. Thiago Alcantara steht gemeinsam mit Joshua Kimmich auf den zentralen Positionen. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Oh. Die gehen heute volles Risiko mit dieser Aufstellung. Oh ja, sie treten hier 4-2-4 an, stellen also gleich 4 vorne rein. Ja, mehr geht ja eigentlich nicht. Alter. Neymar, Mbappé, Cavani und Di Maria. Es ist ein Vorbereitungsspiel. Holy moly, ey. Aber das heißt ja heute nichts mehr.
Nee, ich denke, dass alle Mannschaften das hier richtig ernst nehmen werden. Schon. Es geht ja darum, sich ein Fundament zu schaffen für die Spielzeit. Ist schon schmackhafter, die da so vorne drin haben. Und damit geht es los. Die Partie läuft. Bayern mit dem Anstoß. Ey. Da wollte ich gar nicht hinspielen. Ballverlust PSG. Oh, oh, oh. Lewandowski. Ja. Ja. Er spielt den Pass auf den Flügel. So, der Ball findet überhaupt keinen Abnehmer. Es geht drüben mit einem Einwurf weiter. Scheißdreck. Nur Marquinhos. Na komm. Bernat. Oha. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Und die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Oi, oi, oi. Klasse Aktion, ja. Lewandowski. Das sieht gut aus. Da ist er aufmerksam. Oh. Gut vom Torwart. Alter. Danke für die Bayern. Kimmich führt aus. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und das ist der Ballverlust. Mensch. Robert Lewandowski gegen Neymar. Was erwartest du da? Mich beeindruckt immer wieder, wie toll die beiden den Ball laufen lassen können. Alter. Sensationelle Passstaffette. Ferrati. Thiago Silva am Ball. Ferrati. Ball bei Neymar. Mbappé. Bernat. Holy moly. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Das ist so Halbprofi. Der Ball geht auf Müller. Den Ball hält er. Oh, was macht der denn da? Müller! Junge! Hätte abziehen müssen. Ja, Junge. Gas. Edinson Cavani. Ja. Der Ball ist weg und das war natürlich das schwach gelöst. Hallo, mein Lewandowski. Gott. Ja? Schön dazwischen gegangen. Boah. Ballverlust. Kimmich. Super dieses Zuspiel. Lewandowski. Goretzka. Oh, das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. So kann es weitergehen. Ein wichtiges Tor. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Schön. Schön rausgespielt. Jetzt liegen die Bayern vorne. Nun Ander Herrera. PSG verliert den Ball. Nein. Mann. Ballverlust PSG. Ja. Sauber gelöst, er holt sich den Ball. Kommt Thomas. Und jetzt Thomas Müller in der Offensive. Da vorne ist keiner. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Hey. Ja. Geklärt von Thiago Silva. Und Ander Herrera. Di Maria. Mbappé. Oh, ich spüre mich hier schwindelig. Cavani. Neymar. Der landet beim Torwart. Was machen die denn hier mit mir? Jetzt haben sie den Ball wieder. Die mit ihrer ständigen Hin- und Herpasserei, ey. Die Gelegenheit für die Flanke. Oh,
da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das ist jetzt eine Chance. Müller! Er hält diesen Ball. Sensationell! Na, was mit der Parade? Ball noch im Spiel. Setzt er daneben. Ja, das hat er vorhin besser gemacht. Der hat ja schon getroffen. Goretzka, ey. Alter. Jetzt Thiago Silva. Meunier. Thiago Silva. Jetzt wieder die Bayern. Hey. Verratti am Ball. Und? Mbappé. Hallo. Mbappé. Jetzt der Vorstoß. Den Ball hat er. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Der Ball ist weg. Ja. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Da trennt er ihn vom Ball. Ey. Willst du verarschen? Ferrati am Ball. Frühe Stören hier gegen Ferrati. Leon Goretzka. Müller! Müller, klasse! Ja. Gehalten von Havertz. Sie machen das Tor! So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit zwei Treffern in Führung. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen. Ich glaube, den kann er gar nicht mehr verschießen. Er wäre zumindest schwierig geworden, aber er hat sich schon viel einfach zu machen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt kann es was geben. Nehmen wir mit dem Ball. Kylian Mbappé Lotin. Das macht er sehr gut. Gute Möglichkeit. Cavani. Der Ball geht knapp drüber. Beim Ballbesitz tun sich die Bayern hier bislang schwer in dieser Partie. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Da kommt die Hereingabe. Erstmal geklärt. Schauen wir doch nochmal auf das Tor von eben. Ecke kommt von Kimmich. Keeper geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Kimmich. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Goretzka. Gute Aktion jetzt. Da hat er Platz. Jetzt die Flanke. Kimmich. Jetzt vielleicht. Jetzt Neymar. Da können sie jetzt flanken. Klasse, wie er das gelöst hat. Buschi, bislang durchaus brauchbarer erster Durchgang. Sie liegen ja nur knapp hinten. Kurz mal deine Analyse. PSG ist dran, keine Frage, Wolf. PSG kann das hier noch drehen, aber sie müssen zu ihrem Spiel finden. Sie müssen... Und jetzt die Chance. Da ist er drin, ein tolles Tor. Genau da wollte er den Ball hinhaben. Er setzt ihn sicher neben den Pfosten. Da kannst du nicht drankommen, der Abschuss zu präzise. Perfekt, perfekt, perfekt getroffen. Er nimmt ihn volley, ein klasse Tor. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Neymar, jetzt auf außen. Die Flanke von Neymar. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Müller. Da haben die Bayern Platz. Ja, könnte was werden. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Da können sie klären. Er steht gut und hat den Ball. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's.
auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Neymar. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Klasse Aktion. Lewandowski. Goretzka. Hereingabe in die Mitte. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Gibt Vorteil hier. Und jetzt kann er flanken. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Die Partie läuft. Bayern. Die erste Hälfte war ganz schön einseitig. Mal sehen, ob es jetzt mehr Gegenwehr gibt. Di Maria. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Lewandowski. Robert. Pass kommt von Lewandowski. Müller kommt. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Nun Ander Herrera. Die Bayern scheinen jetzt einen Schritt weiter, was den nächsten Transfer-Coup angeht. Es kursiert zumindest schon mal eine erste Ablösesumme. Richtig, aber wirklich fix ist da noch nichts. Da müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Da wäre Platz für den Konter. Der Angriff könnte was werden. Ist es das? Ein fantastischer Treffer. Sie bekommen ihn nicht in den Griff heute. Das war der dritte Streich. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn. Bei ihm klappt heute wirklich alles. Sie zeigen eine Top-Leistung und führen daher auch in der Höhe verdient. PSG verliert den Ball. Jetzt Ander Herrera. Di Maria. PSG mit der Ecke. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Ecke Neymar. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. In der Defensive holen sie sich da also den Ball. Die Bayern über die Seite jetzt. Leon Goretzka. Kommt jetzt die Flanke rein. Riesenchance für Lewandowski. Gehalten von Navas. Noch gefährlich. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten, Chancen machen, dann hast du eine deutliche Führung. Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt.
Thiago jetzt. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Klasse Aktion, Lewandowski. Er hält sich gerne auf einer Linie mit den Verteidigern auf, aber dann hat das Timing nicht ganz gestimmt. Müller wird ausgewechselt. Gute Partie von ihm insgesamt. Seine Pässe, seine Vorlagen waren heute überragend und die Mannschaft führt. Er überzeugt heute als Passgeber. Gnabry. Könnte jetzt was werden. Der Ball soll jetzt zu Robert Lewandowski. Und den Ball hat er. Ja, das dürfte ihm jetzt mal gut tun, denn die Leistung bisher war nicht wirklich gut. Kimmich führt aus. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Ecke kommt von Kimmich. Und Thiago. Kimmich. Kimmich führt aus. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Ganz entschlossen gehen sie dahin mit zwei Mann. Flanke kommt nicht durch. Ballgewinn. Gefährliche Position. Jetzt vielleicht. Da ist das Tor. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Ach, da haben sie die Räume ganz, ganz eng gemacht. Fast schon zwangsläufig der Fehler. Der FC Bayern hier also mit dem nächsten Treffer. War es das jetzt Boucher oder kommt der Gegner nochmal? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mit so einer Führung im Rücken haben die Bayern jetzt einfach die nötige Sicherheit, um das Spiel nach Hause zu bringen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Die Maria am Ball. Herz Cavani am Ball. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Meunier. Und nun Ferrati. Marco Ferrati mit dem Ballverlust. Ja, Coutinho, super Pass. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Jetzt Neymar am Ball. Ballverlust Bayern München. Sieht gefährlich aus. Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit rüber. Die Bayern mit dem Ballverlust. Jetzt Coutinho. Coutinho verliert den Ball. Ferrati. Thiago dazwischen. Pass kommt von Lewandowski. Kimmich. Na, was mit der Parade? Coutinho macht das Tor. Starke Aktion, da hat er sein ganzes Können wieder ausgespielt. Und da machst du dann auch als Torwart irgendwann dann nichts mehr. Ja, den ersten kann er ja sogar noch halten, aber dann doch der Treffer. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Coutinho. Gute Chance für eine Flanke. Ja, sie können erstmal klären. Kimmich. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Sie gehen mit einer deutlichen Führung in die Schlussphase, Buschi. Wie siehst du die Partie im Moment? Die Bayern gehen einem ungefährdeten Sieg entgegen, wenn hier nicht allzu viel passiert. Ja, was soll da noch passieren? Klasse Spiel der München. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Chance zum Konter jetzt.
Kimmich. Coman. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Gehalten von Navas, noch gefährlich. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Gueye. Kimpembe. Und jetzt Cavani. PSG verliert den Ball. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Da passt er auf und kann klären. Cavani am Ball. Neymar jetzt. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Wir erleben jetzt den Spielerwechsel bei PSG. Ja, Edinson Cavani geht raus. Gueye. Di Maria. Kimpembe. Di Maria. Kein guter Abschluss hier. Paris Saint-Germain mit dem Ball gewinnen. Das könnte gefährlich werden. Die Gelegenheit für die Flanke. Ungefährlich hier am Ende der Versuch. Da wird er noch gestört und das war wichtig. Ja, denn sonst macht er so Dinger natürlich. Das haben wir schon oft gesehen. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Und jetzt Verratti. Gueye. Icardi. Ballverlust. PSG verliert wieder den Ball. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Er macht hier den Dreierpack, führt damit seine Kollegen zum Sieg. Was will man mehr? Der ist in Topform. Qué calor.